Jo, Reget, Kiwanuk, guten Morgen und es ist wieder schön hier zu sein. Ich war lange, lange nicht mehr in der Sendung, auch nicht alleine, auch nicht mit dem Sven leider. Ja, aber jetzt bin ich wieder da mit meinem Kaffee und ich trinke dann auch schon den ersten Schluck mit euch und auf euch. Denn heute haben wir vieles geplant. Zuallererst, ich möchte über meinen Kaffee sprechen. Wir haben nämlich auch hier so Kapselkaffee, haben wahrscheinlich auch viele von euch. Jetzt ist jetzt nicht unser eigenes Kaffee. Ich wollte nämlich mal das probieren. Es ist nämlich so eine Zitronen-Minz-Kaffee, trinke ich hier gerade. Und es ist sehr interessant. Also es ist was wirklich für Kaffeeliebhaber, die dann auch interessiert an anderen Geschmackssorten ist. Also es ist jetzt nicht so ein Kaffee, den ich jetzt jeden Tag trinken würde. Aber jetzt für die Sendung, für meine erste Sendung seit langem, ist es was Besonderes. Also dachte ich, ich probiere es mal und es schmeckt wirklich interessant. Also sehr kräuterhaft. Ein bisschen und ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Ja. Oh, Nico auch schon wach. Ganz genau. Wir müssen ja hier dranbleiben und wegen den News bin ich ja auch schon früh morgens hier gewesen, damit die News pünktlich um 8 rausgehen können. Ja, ich habe schon einige Kommentare gesehen. Guten Morgen aus Saalfeld. Aus Frankreich habe ich auch gesehen. Bonjour. Ich hoffe, ich sage das gut. Bonjour ist ja eine wunderschöne Sprache, finde ich. Französisch. Und ja, Kaffee mit Zitrone hilft gegen Kopfschmerzen und Kater, sagte Andreas. Das wusste ich gar nicht. Ich sage jetzt nicht, dass ich das probieren werde. Ich habe jetzt nicht so viel Kater in letzter Zeit. Aber ein guter Tipp. Ja, also, was haben wir denn heute? Ich habe eine schöne, ja, Videonachricht von Sven, habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Das schauen wir nämlich uns gemeinsam an. Ja, aber vorher würde ich mal sagen, wir gucken uns dann die wichtigsten News an und danach sprechen wir über die anderen Themen. Also lasse ich das jetzt mal hier laufen und sage viel Spaß und wir sehen uns gleich. Ministerpräsident Viktor Orban veröffentlichte die jüngsten Beschlüsse der Regierungssitzung zur Verlängerung des Preisstopps auf seiner Facebook-Seite. Das Kreditmoratorium und das Einfrieren der Zinssätze werden bis zum 31. Dezember 2022 verlängert, während die Lebensmittel- und Benzinpreisstopps bis zum 1. Oktober 2022 bleiben. Es wurde nicht erwähnt, ob sich die derzeitige Regelung, dass der ermäßigte Benzinpreis nur für Fahrzeuge mit ungarischen Kennzeichen und Papieren gilt, während dieses Zeitraums ändern wird. Deutschland meldet eine neue Welle von Coronavirus und es wurden wieder Maskenpflicht in Innenräumen vorgeschlagen, sowie die Auffrischung mit einer vierten Impfung. So wurde es vom Gesundheitsminister Lauterbach angebracht. Reisende sollten sich vor Rückreise daher über die aktuellen Regeln informieren. Am 16. Juni landete der erste Wizz Air-Flug von Dortmund auf der Landebahn des kleinen Airports Heves-Balaton. Nach dem ersten Charterflug der Lufthansa aus Frankfurt vor einigen Wochen ist dies wieder einmal mehr ein besonderer Moment für den Flughafen und für die Region. In der Maschine saßen 160 Passagiere, die live erleben konnten, wie der Airbus durch die Wasserfontänen der Flughafenfeuerwehr begrüßt wurde. Zweimal wöchentlich startet der Flieger nun zukünftig. Ein 48-jähriger Mann arbeitete als Verkäufer in einem Tabakladen in Budapest, wo er während seiner Arbeitszeit Drogen an einige Kunden verkaufte. Der Mann brachte die Drogen, in der Regel Amphetamine, mit in das Geschäft, wo er diese an seine Kunden verkaufte, mit denen er sich vorher verabredete. Er verkaufte die Drogen für 2.500 bis 3.000 Forint pro Gramm. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung hatte er insgesamt mindestens 52 Gramm Amphetamine im Laden verkauft und damit insgesamt rund 150.000 Forint eingenommen. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den Dealer wegen des Verbrechens des Drogenhandels. In Győr läuft das ungarische Tanzfestival auf vollen Touren noch bis zum 19. Juni im und außerhalb des Theaters. Vom klassischen Tanz über lateinamerikanische Varianten sowie grandiose Musikaldarbietungen findet sich derzeit alles hier wieder. Győr bietet auch die Foodtruck-Show bis zum 19. Juni mit verschiedenen Burgern, Pizzen, Sandwiches, Limonaden und viel Süßes wie Waffeln oder Pfannkuchen.
Die auf der Rodo-Insel aufgereihten Foodtrucks werden von beeindruckenden Lichtern, Dekoration und natürlich Musik begleitet. Am 18. Juni öffnet der Lavendelgarten des Schloss Esterházy in Fertőd. Von 11 bis 19 Uhr ist dann die Lavendelernte möglich. Der Eintrittspreis beträgt 1000 Forint pro Person, Familienkarte ist 500 Forint pro Person, das auch die Utensilien zum Pflücken beinhaltet. Der Zoo von Debrecen hat eine gute Nachricht zum Start der Sommersaison. In seinem Ziegenstall wurde eine neue gesunde Ziege geboren und die Herde hat damit 10 Nachkommen. Die kleinen Ziegen wachsen zusammen auf und spielen gemeinsam im großen Tiergarten, wo die Besucher sie auch bei einer Fahrt mit der erneuerten Schmalspurbahn beobachten können. Im Streichelzoo des Debrecener Zoos kann man auch die Ziegen aus nächster Nähe treffen. Das Wetter in Ungarn. Am Freitag wird es abwechselnd bewölkt und sonnig im Land mit einigen windigen Abschnitten und Höchstwerten von 24 bis 29 Grad. Vormittag sind vereinzelte Schauer und leichte Gewitter zu erwarten. Am Nachmittag können Regenfälle nur im Osten und in der südlichen Tiefebene vorkommen. Ja, da bin ich wieder und ich hatte ja Zeit, jetzt die Kommentare zu lesen und sehe schon, dass hier sehr viele aus Dombovar zum Beispiel und ja, oh, jetzt habe ich schon die verloren, es gab so viele Kommentare. Ja, Thomas schreibt, schön, dass du endlich wieder da bist, lieber Nico. Danke, Thomas, nett von dir und ich denke, ja, wir können dann fortfahren. Also der Kurs, ihr habt ja gesehen, da habe ich auch geschrieben, 7.30 Uhr war der 399 Forint pro Euro. Als ich jetzt um 9 Uhr geguckt habe, war es so 398. Also nicht so eine große Unterschied, aber naja, da ändert sich eher auch in einigen Stunden was. Und ja, aber auf jeden Fall für euch sehr gut, dieser Wechselkurs. Also ich weiß, dass viele von euch jetzt nach Ungarn kommen oder sind schon hier sogar. Also Euro-Wechsel lohnt sich jetzt auf jeden Fall. So, trinken wir nochmal einen Schluck Kaffee von diesem schönen, minzigen Zitruskaffee. Ja, sehr interessant. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt auch diese, was der Sven schon genutzt hat, diese Gurkensirup reinkippen soll. Vielleicht zum letzten Schluck, damit wir sicher gehen, dass es nicht mein Kaffee verdirbt. Also zum letzten Schluck werde ich das. Tolles Foto im Hintergrund von Hevis. Ganz genau, finde ich auch sehr, sehr schön. Und das hat nämlich mit unserem heutigen Hauptthema zu tun. Der Sven ist nämlich da vor Ort und er hat ein kurzes Video gemacht. Er kann jetzt leider live nicht kommen, weil auch vor 8 Minuten, also gerade als die Sendung angefangen hat, um 9.30 Uhr startete nämlich die Fahrradtour nach Kestel, das ist so eine 30-40-minütige Fahrt und er hat dann auch noch dieses Bild hier geschickt. Er ist dann losgefahren, er hatte auch die GoPro dabei, sehe ich in seiner Hand, also werden wir hier auch einige spektakuläre Aufnahmen von ihm bekommen wahrscheinlich. Aber wie gesagt, er hat ein Video geschickt, das spielen wir gleich ab. Ich möchte hier nur noch einiges loswerden, zum Beispiel den Namentag haben wir ja natürlich auch heute. Olider und Laura haben heute Namenstag, also zwei wunderschöne Frauennamen, wie ich finde. Olider ist sehr selten. Ich kenne einige Lauders, aber Olider kenne ich nicht so. Und Olider ist eigentlich von deutscher Herkunft, also sage ich mal lieber Alida. Und es bedeutet edel oder Adel. Ist ja auch so im Namen drin. Laura ist von lateinischer Herkunft und bedeutet Lorbeerbaum oder Lorbeerkranz. Sehr interessant. Ja, Kurs habt ihr ja gesehen im Video und die Benzinpreise auch, aber darüber möchte ich noch ein bisschen sprechen, nachdem wir uns die Wassertemperaturen angeschaut haben. Das hat sich nämlich ein bisschen geändert. Der Balaton bei Jenesdiás ist um 3 Grad hochgegangen, also da lohnt sich schon ein Besuch, weil, naja, so 25, 26 Grad finde ich optimale Wassertemperatur. Manche mögen es wärmer, manche mögen es kühler. Für mich so diese 24 Grad. 25, 26 ist perfekt. Wellenzesee, Teichsee und Neusiedlersee haben sich nicht so viel geändert. Nur der Teichsee ist ein bisschen wärmer geworden. Aber auf jeden Fall
gute Aussichten für die für das Wochenende Baden. Und ja, Benzinpreise nur sehr schnell. Da sind immer noch einige Fragen, die wir zwar beantwortet haben, aber natürlich sehen das ja nicht alle. Und ja, über diese, bis wann geht das so? Jetzt wurde in den News, ja, habe ich ja auch gesagt, dass bis 1. Oktober wurde der Preisstopp so verlängert. Und wie ich auch sagte, das weiß man nicht, ob jetzt mit den ausländischen Kennzeichen das so bleiben wird. Aber was auch immer noch wichtig zu sagen ist, also natürlich ist das für manche störend. Man hat da so ein Gefühl, als ob man nicht dazugehören würde und so. Ja, das kann ich auch verstehen, aber man muss auch verstehen, dass das nicht erfundene Preise sind. Das ist jetzt nicht so, dass alle Ausländer tanken jetzt teurer und wir machen die Preise von Woche zu Woche höher. Das ist der normale Marktpreis. Also diese 480 ist natürlich so ein Preis, das von der Regierung eingestellt wurde, dass die ungarischen Fahrzeuge so viel für so viel tanken, aber was ihr tankt mit deutschen Kennzeichen, mit österreichischen Kennzeichen, das ist halt der normale Marktpreis. Und ja, das ist halt die wichtigste Sache, denke ich mal, dass jetzt so nicht verstanden worden ist. Gestern gab es auch eine Frage mit LPG. Wie ist das jetzt? Ich glaube, das ist alles normal, weil LPG wurde ja nicht eingefroren. Das liegt jetzt irgendwie so bei 360 Forint oder... Also das kenne ich mich auch nicht aus, aber ich werde das nochmal recherchieren. Einige haben ja LPG-Autos, Gasautos. Ja, so viel dazu. Also, jetzt kommen wir zu unserem Sven. Der hat nämlich, wie gesagt, ein schönes Video hier geschickt und das lade ich euch mal jetzt hier schnell rein. Und er hat natürlich auch einige Bilder geschickt, die sehen wir uns auch an während des Videos. Also, sage ich mal, viel Spaß und begrüßen wir dann auch Sven. Ja, guten Morgen, wunderschönen guten Morgen hier live aus Hewis. Die virtuelle Kaffeetasse ist heute im wunderschönen Kurort Hewis. Und ich habe zwar nicht die wunderschöne Kaffeetasse dabei, aber ich habe trotzdem eine Kaffeetasse heute Morgen dabei. Natürlich mit euch zusammen einen gemeinsamen Kaffee zu trinken am Morgen. Die Zeit lasse ich mir nicht nehmen, auch wenn die Zeit im Moment ein bisschen drängt. Man wartet quasi schon auf mich. Aber ich habe gesagt, wir müssen mal kurz live schalten hier aus dem wunderschönen Hewis. Ja, ich bin noch in meinem Hotelzimmer, genieße jetzt mit euch einen der ersten Kaffeeschlücke heute Morgen. Kaffee in Hewis schmeckt auch. So, ja, also wie gesagt, ich bin in meinem Zimmer hier. Ich habe auch extra aufgeräumt für euch, ja. Also schaut mal hier. Da habe ich heute Nacht genächtigt. Und damit ihr auch seht, dass ich auch wirklich in Hewis seid, bin, ja. Also hier mal eben über die Dächer von Hewis zu schauen, ja. Hier im Hotel Europa Fit. Und die sind schon da unten aktiv am Schwimmen. Ja, direkt den Blick hier auf den Pool. Also wunderschön. Ja, warum bin ich in Hewis gestern? Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Der erste Flieger ja von Dortmund hier an den Balaton gelandet und den haben wir empfangen hier, gebührend empfangen, waren natürlich auch viele Leute hier, der Bürgermeister von Hewis, der Tourismusdirektor, ja, auch das MTÜ, das Tourismusamt Ungarns war hier. Also, das ist schon eine wichtige Sache für die Region, dieser Linienflug, der jetzt zweimal wöchentlich stattfindet und ja, ich glaube, man nimmt das auch sehr ernst hier, man macht hier sehr große Promotion darum und damit. Ja, und dann hat man auch keine Mühen und Kosten gescheut und hat dann auch direkt ein paar Journalisten aus Deutschland mit hier eingeflogen. Und die machen jetzt gerade, weil sie ja schon mal hier sind, den Flug begleitet haben, sich das alles angeschaut haben, die machen jetzt auch noch so eine kleine Pressetour hier mit dem ungarischen Tourismusamt und schauen sich auch so ein bisschen die Region hier rund um den Balaton an. Das begleite ich auch und ja, ich habe natürlich ganz große Augen und offene Ohren und schaue mir auch so an, was es denn so Neues gibt, um euch das natürlich dann eins zu eins dann auch hier weiterzugeben. Bin ich mal gespannt. Ja, heute, wie gesagt, steht auf dem Plan eine kleine Radtour gleich, ja, so nach Kestey geht es hier von Hewis. Ist ja auch nicht weit, ja, 30 Minuten, ja, wunderschöner Radweg hier von Hewis nach Kestey. Gestern kann ich noch mal so ein klein bisschen zusammenfassen, damit ihr auch so ein bisschen auf dem Stand der Dinge seid hier. Dafür melden wir uns ja heute hier live. Nachdem die Maschine gelandet ist, war übrigens voll 160 Personen im Flieger. Und das ist natürlich schon mal ein Grundstein, den man hier gelegt hat. Damit kann man anfangen, damit kann man arbeiten, würde man sagen. 85 Menschen sind dann wieder zurückgeflogen nach Dortmund, ne?
Und ja, wir haben uns da mit den Journalisten hier zusammengetan und haben uns erstmal so ein bisschen Hewis angeschaut. Hier sind natürlich über den Markt geschlendert. Ja, hier auch die Info für alle die, die jetzt zum Beispiel auch zum Beispiel wissen, dass der Markt eigentlich zweimal die Woche stattfindet. Das ist ja immer im Winter. Jetzt findet der auch dreimal die Woche statt. Ja, also man kann hier dann auch dreimal die Woche dann die wunderschönen regionalen Produkte begutachten, kann die auch kaufen. Ja, also gibt es schöne Sachen. Wurst zum Beispiel, ja, Kolbas hier, alle möglichen Arten. Und natürlich die schönen handgemachten, gestern solche Sirups, weißt du, Himbeer, Erdbeer und so. Ah, lecker. Honig, ja. Wunderbar, also alles hier möglich dann auch auf diesem Markt zu kaufen. Ja, dann eine kleine Runde ins Thermalbad natürlich, ja, in den Thermalsee, nicht das Bad, sondern den See. Darf natürlich nicht fehlen, wenn man in Hewis ist, ja, das müssen natürlich auch die Journalisten mal so ausprobieren. Ich habe das bei dem ein oder anderen Kollegen gesehen, dass die abends doch schon ganz schön müde waren. Und ich glaube, das war nicht allein nur, dass sie früh aufgestanden sind vom Flug, sondern das war auch die Wirkung des Wassers, die hier natürlich sofort eintritt, wenn man das erste Mal macht. So, jetzt noch ein Schlückchen Kaffee, denn dann erzähle ich euch noch was, was wir hier gestern Schönes gemacht haben. Denn wir waren ja, oder wir sind ja hier heute im Hotel Europafit untergebracht. Ja, wunderschönes Hotel. Ich mag das ja. Ich bin ja schon mal hier gewesen und habe übrigens auch fast dasselbe Zimmer wieder bekommen. Ja, also schaut mal hier. Ja, da kann man schon drin leben. Da kann man schon drin wohnen hier. Haben dann einen spektakulären Kochkurs hier im Hotel gemacht. Ja, das Hotel hat eine eigene Showküche, eine Fit-Well-Küche, so heißt das. Und komm, das muss ich euch mal eben zeigen. Oder habe ich schon eingepackt. Ich habe nämlich ein Diplom bekommen. Ja, ein Diplom, weil ich mit den Chefkochs oder die Gruppe mit den Chefkochs hier ein Paprikatschirke gekocht habe. Ja, und das ist natürlich ein typisch ungarisches Gericht. Da reichen wir euch auch noch ein spezielles Rezept zu, denn ich habe den Köchen da so ein bisschen was herauslocken können, ja. Also da gibt es ein Rezept auch von uns auf unserer Webseite in den nächsten Tagen, bringe ich mit, versprochen, dass man das nachkochen kann. Ja, das war natürlich auch ein Erlebnis. Und wenn einer zum Beispiel, der ein oder andere Kollege von den Journalisten ist zum Beispiel dabei, der das erste Mal in Ungarn ist, ja, und dann direkt hier so ab in die Küche, in die ungarische Küche, ja, hat hervorragend geschmeckt, muss ich sagen. Und der Chefkoch hatte da noch die ein oder andere lustige Anekdote dabei. Also wirklich auch eine tolle Sache, wo man hier die ungarische Küche kennenlernen kann. Man bekommt noch viel erklärt dabei. Und diese Showküche hier, ja, ich meine, wer Ungarn kennt, der weiß, das Essen gehört zu Ungarn dazu. Und da hat das Hotel sich wirklich was Schönes ausgedacht mit diesen Kochkursen. Die gibt es zweimal in der Woche. Einmal für Familien, wo das dann auch so ein bisschen abgemünzt ist dann auch für die Kinder, dass es so ein bisschen dann lustig ist. Da wird dann auch dann natürlich mit Hand angelegt hier. Jeder hat dann seinen eigenen Kochplatz. Und dann gibt es dann nochmal dann für Erwachsene nochmal den Kochkurs oder die Kochshow, wenn man es so nennen darf. Also eine tolle Sache. Haben wir gestern auch gemacht, war eine ganz schicke Sache. Und nachdem wir dann auf dem Markt und auch im Thermalsee waren, haben wir dann natürlich dann auch nochmal ein typisch ungarisches Schmankerl kennengelernt, nämlich den Langosch. Der darf natürlich nicht fehlen, ja. Wir wissen das im Moment, ja, egal, wenn man da irgendwo auf einem an einem Strand ist oder sowas, der Langosch, der gehört irgendwie dazu. Wir haben dann gestern 5 Sorten sogar kennenlernen dürfen, ja, unter anderem dann der normale im Prinzip nur mit Salz. Das ist ja die im Prinzip die Urform des Langosch hier, aber dann auch zum Beispiel mit Sauerrahm und Käse und Zwiebel. Und dann gab es den sogar hier mit dem sogenannten, ihr kennt das ja, dieses Hirnbrot, ja, und das gab es hier zum Beispiel gestern auch auf dem Langosch. Und das ist hier unten direkt an dem Parkplatz in Hewis. Da gibt es ein wunderbares Langosch-Restaurant. Und ich habe mal auf die Preise geguckt da auch. Ja, da liegt im Moment der normale Langosch, so wie man ihn so isst, roh quasi, nicht roh, sondern im Prinzip ohne Großartiges drumherum, bei 900 Forint. Also das denke ich mal, das ist auch sogar noch ein fairer Preis hier. Und ja, kann man mal machen, kann man mal ausprobieren und muss sagen, Qualität hervorragend hier in Hewis. Ja, das war unser Tag gestern hier und ich bin jetzt mal gespannt, wie auch die Journalisten sich jetzt hier eingelebt haben in Ungarn, wie sie geschlafen haben hier. Und dann letztendlich dann heute den nächsten Tag begehen. Wir werden heute dann mit dem Fahrrad jetzt gleich nach Kestey fahren. Ich muss also jetzt schnell machen hier. Ja, trinke noch letzten Schluck Kaffee mit euch. Dann geht es natürlich ins Schloss nach Kestey. Und dann geht es weiter nach Badachon in die Weinregion. Da machen wir eine kleine Weinsafari da vor Ort. Ja, also es gibt mit Sicherheit heute schon wunderschöne Bilder auch für euch.
und Informationen zum Thema Wein. Und dann geht es weiter nach Balaton-Fyret. Und da geht es tatsächlich dann auf den Balaton. Wenn man den Balaton-Fyret ist, ja, muss man sich natürlich auch mal ein bisschen umschauen auf dem Wasser. Und das machen wir dann mit dem Segelboot. Also da wird gesegelt heute. Gestern wollten wir eigentlich noch eine kleine Ballontour machen. Die musste leider ausfallen aufgrund der Wetterlage. Beziehungsweise gestern gab es eine Wetterwarnung hier. Konnte der Ballon nicht starten. Sehr, sehr schade. Hätte ich gerne natürlich gemacht. Aber dann machen wir nochmal ein andermal. Ja, versprochen. Dann nehmen wir euch auch mit in den Ballon. Und dann geht's mal hoch und schauen uns den Balaton von oben an. Ja, das ist das Programm heute. Dann geht's dann weiter nachher in Richtung Westbremen. Und dann melden wir uns dann aus Westbremen. Da werden wir dann die nächste Nacht verbringen. Westbremen ja dann im nächsten Jahr Weltkulturstadt. Ja, so, das ist unser Plan jetzt hier. Und ja, komm, ich nehme euch nochmal eben mit raus. So ein kleiner Blick hier. Und hier kann man auch schon gucken, ja. Da über den Dächern von Hewis. Und dann, ja, dann gebe ich einfach mal wieder ab. Ich glaube, dann habe ich wieder genug geredet heute. Und in den Pool schaffe ich jetzt heute nicht mehr. Obwohl ihr seht, das ist wirklich hier einladend. Ne? Also, meine Güte. Es sind schon viele Menschen heute Morgen im Pool gewesen, habe ich gesehen. Ich konnte mich noch nicht durchringen, ganz früh rauszugehen. Ja? Ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Also, war ja auch gestern ein langer Tag. Und deshalb habe ich lieber noch eine halbe Stunde länger geschlafen. Ja, übrigens, den Kaffee kann man sich hier im Zimmer selber machen. Ja, gibt so eine Kapselmaschine hier, ist natürlich von Vorteil. Da brauchte ich noch nicht mal drunter ans Frühstücksrestaurant. So, ja, mit euch zusammen einen Kaffee zu trinken, war mir natürlich jetzt heute Morgen eine besondere Ehre. Freut mich auch, dass ich euch das auch hier dann noch mitteilen konnte, bevor ich jetzt auf Fahrrad steige. Ja, ne, also natürlich bei dem Wetter, ich sag, die Temperaturen im Moment in Hewis ganz gut, aber die halbe Stunde werden wir überstehen. Ne? Ist ja auch nur geradeaus, glaube ich, oder? Ist schon mal einer den Weg von Hewis nach Geste gefahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist nur geradeaus. Ja? Also, und nicht mit E-Bike, sondern normal. Ja? Also ein normales Rad. Ja. So, in diesem Sinne, ich freue mich, wenn ich euch ein paar Informationen geben konnte. Ich bin gespannt auch vor allen Dingen, was die Kollegen hier so von der Region halten und vor allen Dingen, was die dann auch medial, pressetechnisch dann auch in Deutschland verkünden und was sie hier erlebt haben, dass der ein oder andere auch nochmal Lust kriegt, vielleicht Ungarn zu besuchen. Ja, und natürlich jetzt mit dem Direktflug von Dortmund. Ich habe gestern natürlich auch schon viele Kommentare gelesen, wo Leute gesagt haben, warum Dortmund, lieber von Frankfurt und so. Natürlich kann man sagen, jeder hat da seine eigenen Präferenzen natürlich. Und ich wohne in Hamburg, da hätte ich den Flug natürlich lieber gerne in Hamburg. Aber irgendwo muss man ja mal wieder anfangen. Ja? Das ist ja jetzt mal wieder der erste Linienflug, der hier überhaupt stattfindet. Und dann lass uns doch mal froh sein und happy sein, dass der überhaupt mal stattfindet. Ja? Und ich denke mal, Dortmund ist so die Mitte Deutschlands. Ruhrgebiet ist jetzt auch nicht uninteressant und vor allen Dingen hat die Wizz Air dort ja ihre Basis, ja, mit mehreren Flugzeugen und ist ja mal ein Anfang, ja, und wenn das gut läuft, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass das dann auch dann irgendwann auch mal wieder ausgeweitet wird, aber wir müssen ja erstmal den Grundstein legen, ja, deshalb also nicht traurig sein, der ein oder andere, oder schimpfen, dass das so ist, lasst uns froh sein, dass das überhaupt erstmal so ist, ja. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, ein wunderschönes Wochenende und schaut ab und zu mal bei uns rein am Wochenende, denn da könnte es die ein oder anderen schönen Bilder geben, auch aus der Region vom Balaton. Vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen auch, vielleicht hier noch in Hewis, ja, gleich vom Rad aus, ja, mal hallo. Oder auch in Kestey oder in Balaton oder in Balaton-Fyret oder in Westbremen, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Und am Sonntag bin ich wieder am Airport hier. Gestern habe ich auch einige Zuschauer getroffen am Airport. Ja, die haben mir auf einmal zugewunken. Und schön, euch zu treffen mal. Und am Sonntag fliege ich dann auch von hier dann mit der Maschine mal nach Dortmund und schaue mir das mal an, wie das so funktioniert. In diesem Sinne, macht es gut, schönes Wochenende. Ich gebe ab jetzt an Nico. Der kann euch vielleicht noch das eine oder andere erzählen. Und ja, Bis dahin. Tschüss. Ja, schönes Video von Sven und auch schön ausführlich, schön lang. Also danke schön, Sven. Er ist wahrscheinlich jetzt immer noch auf dem Fahrrad und er meldet sich dann auch noch wahrscheinlich von Kestey. Ich habe hier schon gesehen, ich glaube, Andreas hat geschrieben, wo wird er in Kestey sein? Man möchte vorbeigehen. Ja, das weiß ich leider nicht. Aber wenn man vielleicht entlang der Kestey-Fahrradweg geht, dann trifft man ihn. Naja, aber ist ja nicht so groß, sage ich mal. Kestey, also wo sich jetzt die Journalisten vielleicht befinden werden, also da werden sie wahrscheinlich so Hauptplatz und so anschauen. Das ist nur ein Tipp. Ich weiß nicht, wo der Sven ist. Das neue Spiel von uns. Findet den Sven. Wer Sven findet,
bekommt ja ein High Five von mir. So, virtuell. Ja, also, schönes Video von Sven und ja, dann gehen wir einfach mal weiter oder schauen wir uns nochmal die schönen Bilder an, die er geschickt hat. Hier, ich finde es auch toll, also dieser Hevis, sie ist natürlich das Symbol von Hevis sozusagen, also das ist natürlich auch sehr schön und viele von euch waren ja auch schon mal hier, denke ich mal, und das habe ich jetzt auch natürlich im Hintergrund, also man sieht, dass dieses Bild ist, glaube ich, so, als es noch ein bisschen so kälter war, weil da dampft es noch so, weil das Wasser ist ja warm, ich glaube so um die 34 Grad ist das Wasser da, natürlich, also nicht aufgewärmt, sondern das kommt von der Quelle so. Und ja, das haben sie sich dann so angeschaut. Ja, und natürlich geben wir auch noch andere Infos über diesen Wizz Air-Flug. Aber wer jetzt interessiert ist, wir haben schon einen Artikel auf unserer Webseite darüber geschrieben. Und natürlich seht ihr auch auf den Bildern viele Interessierte hier. Und Sven hat auch noch so einen Screenshot hier geschickt, dass es zurzeit für 10 Euro, also kaum 10 Euro, 9,99 Euro geht. Die Flüge und man sieht ja so circa 1,5 Stunden, bisschen mehr. Aber ist ja auch eine schöne Sache, da ist man ja schon vor Ort. Also das Problem war bis jetzt, glaube ich, also jetzt keine Direktflüge zu Hevis oder zum Balaton. Also Hevis ist natürlich näher zum Balaton als Budapest oder Debrecen, jetzt gar nicht mal darüber sprechen. Aber ja, also es ist eine tolle Sache. Wir sehen, wie das kommen wird. Also wirklich, wenn das gut läuft, vielleicht kommen da noch einige deutsche Flughäfen dazu. Wir werden mal sehen. So, zurück zum Kräuterkaffee. Zitronenkaffee. Ja, und ich habe noch so ein schönes Thema, nämlich heute ist der nullte Tag, also der sozusagen der Beginn der Wassersport-WM. Und gestern haben hier schon einige Athleten, hier zum Beispiel ungarische Sportler, haben hier die Freiwasserschwimmen trainiert. Und ja, da ist natürlich am Balaton ist das Freiwasserschwimmen, das war im Balaton Olmadi. Vielleicht haben einige von euch das sogar gesehen. Hier wird trainiert, hier wird vorbereitet und alles. Aber natürlich auch in Budapest, in der Duna Arena, wurde hier ja trainiert und Vorbereitungen laufen. Und Wasserball, Wasserpolo-Training lief dann auch. Und was ist das Programm heute? Heute ist ja Kurzprogramm, Solo und Paar, Qualifizierung für die nächsten Runden und das Ganze im Szechi-Bad, also im Szechi-Bad in Budapest. Und morgen kommt dann das Kunstschwimmen oder Synchronschwimmen ebenfalls im Szechi-Bad und das normale Schwimmen in der Duna-Arena. Und ja, Wasserball, Wasserpolo beginnt dann, glaube ich, ab Montag. Und ich habe hier das Programm sogar. Ab Montag ist dann natürlich auch Synchronschwimmen und Schwimmen angesagt. Aber daneben dann kommt noch die Frauenwasserball Gruppe A in der Hoyos Bad. Und da spielt um 19.30 Uhr Kanada gegen Italien. Und dann um 21 Uhr Ungarn gegen Kolumbien. Wird auf jeden Fall interessant, finde ich, weil da gibt es dann auch noch in Debrecen, spielt zum Beispiel Südafrika gegen Amerika, also USA, und Holland gegen Argentinien. Und in Sopron spielt Neuseeland gegen Brasilien und Kasachstan gegen Australien. Finde ich sehr interessant, also auf jeden Fall ab Montag für Sportfreunde auch sehr, kann das auch sehr interessant werden. Ja, und wie der Sven auch schon letztes Mal gesagt hat, und ich kann das auch nur sagen, wir erwarten natürlich die Turmspringer, damit wir wieder solche schönen Bilder bekommen. Hier einer unserer Lieblingsbilder, das am wiederkehrendsten Bilder von der virtuellen Kaffeetasse, denke ich mal. Aber natürlich ist auch das ganze Programm spektakulär und interessant. Ja, ich habe hier noch einige Schlücke Kaffee. Und wenn ihr jetzt einen Moment wartet, probieren wir mal das Zitrus-Minze-Kaffee mit unserem Gurkensirup. Klingt jetzt nicht so gut, oder? Aber ich bin mal mutig. Und ich zeige euch auch, dass ich das mache, damit ihr nicht denkt, dass ich hier nur lüge. Also ich habe jetzt nicht so viel reingetan, aber das ist auch sehr, sehr süß, muss man sagen. Mit solchen Sirups muss man natürlich auch
vorsichtig sein. Aber das geht auch in den Kaffee, in den Tee. Limonade wird daraus auch viel gemacht. Und ja, jetzt schaue ich mir mal an, was ich hier so gemacht habe. Ich habe auch ein bisschen Angst jetzt. Ja, probieren wir es mal. Gar nicht mal so schlecht. Also Zitrus und Minze gibt ja so einen starken Geschmack. Und das, diese erfrischende Gurken, süße, leichte Aroma dahinter, ich finde das gut. Also ja, das ist schon schön. Ich hätte keine Angst haben dürfen. Ja. Ja, im Thermalbad ist am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag um 15 Uhr immer Aquasport. Sehr schön. Ja, sagte Siegfried. Und hier sagen schon einige, tolles Wochenende, schönes Wochenende, CEP-Träge. Das sage ich jetzt auch. Wir haben schon sogar ein bisschen überzogen mit der Zeit, aber wir haben jetzt 10.01 Uhr. Also den letzten Schluck von Zitrus, Minze, Gurkenkaffee trinke ich jetzt. Klingt so wie ein Salat, oder? Ja, also, ihr wisst Bescheid, wo der Sven ist. Er wird wahrscheinlich auch wunderschöne Bilder nochmal schicken. Und wie gesagt, das Rezept wird dann auch auf Ungarn TV vom Paprikaschirke. Also, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Paprikaschirke ist ein Muss in Ungarn. Jeder Haushalt hat sein eigenes Rezept. Meine Mutter macht ihn auch sehr, sehr lecker. Aber auf jeden Fall, ich denke, viele von euch kennen das schon. So, ich verabschiede mich. Ich wünsche ein wunderschönes Wochenende. CP-Tweget, Kivanuk. Und ja, ihr seht dann den Sven am Montag, glaube ich, wieder. Ich weiß nicht, ob live oder durch ein Video. Das werden wir nochmal sehen. Aber wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Schönes Wochenende. Sziasztok.